Nabend, Leute. Der Maximilian Krah von der AfD, das ist schon echt, das ist schon ein krasser Typ, ne? Also der weiß, wie so ein richtiger Deutscher auszusehen hat und wie der so zu sein hat, ne? Cannabiskonsument sollte er nicht sein, weil laut Maximilian Krah sind das alles Loser, ne? Schlaffis, ne? Die ihr Leben irgendwie auf dem Sofa vergeuden. Alles Loser auf jeden Fall. Ich zeige euch mal eben einen Ausschnitt aus dem Video hier. Kiffen ist für Loser. Genau deshalb gibt es die Regierung frei. Denn sie will, dass du ein Loser wirst. Aber du verdienst Besseres. Und deshalb nimm keine Drogen. Achte auf dich. Halte dich gerade. Mach Sport. Und kiffe nicht. Diese Regierung will keine freien Bürger und keine stolzen Deutschen. Sondern sie will völlig desorientierte Untertanen, die am... Oh Mann, oder ne? Es kann man sich nicht geben. Ich frage mich, was für Leute diesem Typen hinterherrennen. Ich frage mich wirklich, das sagt schon einiges über den IQ aus, oder? Also ich kann es mir nicht anders, es ist mir nicht anders begreiflich, wie man sich das anhören kann und sich damit identifizieren kann. Aber es ist, wir sind halt als Loser, ne? Und ich dachte, gucken mal, was es so für Loser gibt, Herr Krah. Das ist ja einfach so, das macht uns alle fertig und dann kann man es einfach auch zu nichts mehr bringen. Ne? Sie haben wahrscheinlich recht. Zum Beispiel dieser VW-Manager, der gerade aus China ausgewiesen wurde, weil er auch Cannabis konsumiert hatte in Thailand, wo es legal ist. Gut, er hatte auch Kokain wohl konsumiert, aber auch Cannabis. Und der ist auch höchstwahrscheinlich nur deswegen Top-Manager bei VW geworden, weil er so ein Loser war, durch seinen Cannabiskonsum, nehme ich mal an. Ja, ziemlicher Loser. Oder Mike Tyson zum Beispiel, ne? Auch sehr erfolgloser Boxer, wie wir alle wissen, ne? Der von sich sagt, dass er irgendwie für $30.000 im Monat Cannabis konsumiert, demnächst gegen einen 20 Jahre Jüngeren in den Ring steigt, ist auch ein, ja, ist halt ein Wrack, ne? Durch den Cannabiskonsum. Ist schon ziemlicher Loser. Ist auch überhaupt nicht mehr fit, ne? Gar nicht. Und auch ein total erfolgloser Unternehmer, ne? Wissen wir alle. Oder um mal einen Schauspieler zu nennen, Patrick Stewart, ne? Ganz erfolgloser Schauspieler, kennt auch keiner. Captain Picard, noch nie wieder was von gehört. Der ist ein bekennender Befürworter, setzt sich für die Erforschung ein, steht öffentlich für Cannabis ein und setzt sich ein. Ganz erfolgloser Typ, kennt auch keiner. Und ich vermute auch, das liegt auch am Cannabis. Oder eine Frau mal, ne? Es gibt ja nicht nur deutsche Männer, Herr Krah. Susan Sarandon, auch eine sehr erfolglose Schauspielerin. Die sagt, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn mehr Leute rauchen würden. Also ich unterschreibe das sofort. Sie wahrscheinlich nicht. Sie würden wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Welt einen Haufen, also dass die Welt untergehen würde, ne? Nur noch Loser. Die würden das dann ja auch nicht mehr hinkriegen wahrscheinlich, ja. Ja, sehr erfolglose Schauspielerin auch, diese Susan Sarandon. Oder auch Danny DeVito, ne? Genau das gleiche. Kennt auch keiner, hat kaum Filme gemacht, weil er so ein Loser ist. Lag wahrscheinlich auch in seinem Cannabiskonsum. Der raucht auch gerne mal mit seiner Frau ein. Und er ist bekennender Befürworter. Ja, kennt aber kaum einer, weil er so ein Loser ist. Oder wir erinnern uns an Sha'Carri Richardson, heißt sie, glaube ich, die Sprinterin, die disqualifiziert wurde wegen Cannabiskonsum bei den Olympischen Spielen. Auch eine ganz erfolglose Sprinterin, tierische Loserin, deswegen ist sie auch so schnell gewesen. Herr Krah, da werden Sie wohl recht haben. Lag wahrscheinlich auch in ihrem Cannabiskonsum. Oder UFC-Fighter wie Conor McGregor oder die Diaz-Brüder, auch ganz auch unmännlich, ne? Durch den Cannabiskonsum sehr, sehr weich geworden. Und ja, die können auch nichts mehr ab. Also sind ziemliche Loser, Weicheier. Ne? Auch im Ring sieht man das gleich, ne? wenn die sich so auf die Nase hauen, so ganz vorsichtig. Ganz schöne Loser, ja. Und erfolglos auch. Haben ihre eigenen Unternehmen im Cannabis-Business. Und das steigert diesen Loser-Faktor wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen. Anderer Sportler, Kareem Abdul-Jabbar zum Beispiel. NBA-Legende, Hall of Fame-Member und auch sehr, sehr erfolglos durchs Kiffen geworden. Der hat mal gesagt, dass er sich eigentlich hauptsächlich oder am liebsten mit Konsumenten, mit Cannabiskonsumenten umgeben hat, weil die waren ihm am liebsten. Kann ich verstehen. Sind alles nette Leute, ne? Leider halt auch wahrscheinlich alles Loser, ne? Calvin Johnson, auch ein Sportler, NFL Hall of Fame Member, der sagte, dass er nach jedem Spiel konsumiert hat. Ja, ist wahrscheinlich auch deswegen so erfolglos gewesen, ne? Denn die Hall of Fame kommt man ja auch nur rein, wenn man halt ein Loser ist. So, ist halt so.
Ja, das ist völlige Grütze. Ich habe meine Ausbildung mit Auszeichnung bestanden und meinen Meisterbrief auch mit Auszeichnung. Dann habe ich noch eine Ausbildung gemacht, weil ich da Lust zu hatte. Ich habe zwei gut geratene Kinder und ja, alles ist super. Ich bezahle meine Steuern, ich bin nicht blöd, ich habe einen Job, den ich liebe, Herr Kra, und ja, aber gut, ne, ich bin halt ein Loser. So. Aber wenn Sie das sagen, ist es nicht so schlimm für mich. Ja. Und es sagt halt auch echt wirklich, wirklich viel über die Intelligenz von AfD-Wählern aus, wenn die solche Dinge unterschreiben. Also, naja, so viel davon mir für heute. Wenn ihr Bock auf mehr Genörgel von mir habt, na, wisst ihr ja, lasst gerne ein Abo da. Und wenn nicht, dann lasst es sein. Haut rein.